Jo, schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da. Willkommen bei Nantucket. Wir fahren gerade sinnlos durch die Gegend in der Hoffnung, irgendwas zu reißen. Aber es sieht eher schlecht aus. Das gebe ich ehrlich zu. Wir bräuchten eigentlich mal einen Koch oder so, aber wir finden keinen. Jo, Clayton wird jetzt auch noch ein Gourmet. Weil unser Koch ist gestorben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben jetzt auf diesem Schiff nicht mehr die beste Küche der sieben Weltmeere, sondern leider nur noch sehr durchschnittliches Essen. Das ist höchst ärgerlich. Es gibt auch nirgends einen Koch. Es gibt tatsächlich nirgends irgendeinen Koch. Oh. Ach, ich habe einen Koch. Mir fehlt ein Ölkocher. Ich bin doof. Ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof, ich bin doof. Einen Ölkocher brauchen wir. Und da gibt es einen. Okay, Moment. Ja. Ein Ölkocher fehlte. Ja. Also der Ära, der macht wieder einen Mist. Ja, das ist wieder grandios scheiße gelaufen. Moment. Also. Dann, du kommst jetzt, mein Freund, du musst in die Kombüse. Du kommst hier hin und dir muss ich noch was geben. Was habe ich hier? Heiderohren. Ja, das ist was für dich. So. Dann hat Clayton hat das und Fred hat das Rahmenmedaillon. Ja, das ist cool. Die haben nämlich jetzt die ganzen Supporter, habe ich jetzt mal den Kram gegeben. Die Jäger sind soweit gut ausgerüstet. Das ist okay. Also jetzt haben wir wieder eine Aufstellung, mit der ich durchaus leben kann. Das heißt, wir werden jetzt weitermachen. Wir fangen erstmal mit der Nordwestpassage an und suchen erstmal da oben. Wenn da unterwegs uns die Indianer über den Weg laufen, nehme ich das gerne in Kauf. Und wir haben wieder eine Schatzkarte gefunden. Diesmal werden wir die aber definitiv auch untersuchen. Okay, und wir sind natürlich in die Indianer reingelaufen. Wir sollen den Chef Koya töten. Na super, okay. Also. Wir machen Folgendes. Wir nehmen Albert mit und wir nehmen den dann mit. So, hier Jack, Fred und Adam und hier Benny, Gerald und Clayton. So. Ui. 80. Läuft bei dir was? Wir haben eine Granate, die ist auf jeden Fall schon mal verdammt viel wert. Die hauen wir erstmal rauf auf alle Beteiligten. So, dann haben wir hier noch eine 24. Und hier haben wir auch noch eine 24. Das war ein grandioser Schachzug, meine Damen und Herren. Das war richtig geil. Das war richtig, richtig gut. Das wird eine richtig entspannte Nummer. Ja, es ist halt doch ein bisschen ein Glücksspiel. Guck dir das an. Ohne dass irgendwas passiert ist, hauen wir die einfach aus der Jacke. Die hatten auch Wasser dabei, das ist gut. Okay. The sky stretches arm into your direction. Okay, wir haben irgendein Speer bekommen. Aha. Ja. Moby Dick was going to pay for all the bloodshed, especially for the one on my hands. Okay. Wir haben einen Raven Sacred Spear. Holy Might, Dice during combat. Oh, ja, das war doch das, was mir noch gefehlt hat. Warte mal auf, hier.
haben noch einen magischen Super-Zauber-Megaspeer bekommen. Ja, okay, wie sieht's denn jetzt hier aus? Da unten. Der letzte Kampf gegen Moby Dick. Da unten findet er statt. Alles klar, wir werden jetzt mal noch ein bisschen... Wir suchen jetzt weiter. Wir finden ein Schiffswrack, ein altes Schiffswrack. Die Albany ist hier gesunken. Ja, das ist von der James Knights Geschichte. Okay, wir suchen noch ein bisschen. Wir finden einen alten Schreibtisch. Und jetzt das Logbuch. Ja, ja, das ist cool. Okay, also das schickt uns jetzt hier oben hin. Ja, dann machen wir jetzt auf jeden Fall vorher. Fahren wir erstmal hier wieder in den Süden. Und suchen mal nach diesem Schatz. Wir müssen... Okay. Wir müssen das Leck schließen. Okay, wir sind quasi dem Ende schon sehr nahe. Und gerade jetzt habe ich nicht mehr so eine gute Crew. Das finde ich nicht so schön. Naja, wobei haben wir halt wirklich nur auf der Handwerkerseite ein paar Probleme. Das ist eigentlich... Hallo? Ja. Jetzt suchen wir den Punkt auf der Karte. Okay. Wir fahren über eine Insel drumherum. Und da ist eine Trapdoor hidden under some bushes. Also das ist eine Falltür. So, wir gehen rein. Ja, ich gehe mit. Komm, das nützt ja nichts. Und wir schauen, was dort versteckt ist, natürlich. Und dann geht's da rein. Wir kommen an eine alte Holztür, die offen steht. Wir gehen rein und schauen uns um. Enttäuscht stellen wir fest, da gibt's keine Schätze. Aha, eine Rumschmuggler, ein Rumschmugglerversteck. Okay, well, let us grab what we can. Also wir nehmen alles mit und gehen wieder. Okay, war nicht so aufregend. Wo haben wir denn jetzt was fertig? Honolulu, ja, Honolulu sind unsere Kanonen fertig. Deswegen fahren wir dann natürlich nochmal hin. Oh, wir könnten Benny sein Greedy austreiben. Das machen wir. Auch wenn dadurch seine Moral sinkt, das ist es mir wert. Jetzt ist er nämlich nicht mehr gierig und wir können mehr Geld für uns behalten. So, willkommen im Hafen von Honolulu. Sehr schön, da können wir nämlich hier wieder was ausbauen. So. Da können wir auch mal wieder Vorräte bunkern. So. Und dann fahren wir runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. Ja, wir fahren jetzt gerade viel durch die Gegend, aber wenn das Ende jetzt schon so nah ist, ich habe ein bisschen Angst. Eigentlich könnten wir nochmal, wobei nein, wir werden jetzt keine Blauwale mehr jagen gehen. Ich habe genug. Oh, Clayton bekommt jetzt Anerkennung. Er scheint seine Sache ja nicht so schlecht zu machen. Trotzdem würde ich den ganz gerne austauschen, wenn ich könnte. Mal schauen. Gucken wir mal, ob wir hier im Hafen noch irgendwas Besseres finden. Also wir bräuchten tatsächlich noch... Ja, eigentlich brauchen wir bloß Handwerker. Ja, und da gibt es hier natürlich ja nichts. Da gibt es hier ja nichts. So. Wobei, komm... Wir probieren jetzt mal den Speer des Schicksals aus. Wir gehen jetzt mal eine Runde jagen. Los, eine Runde, wenn hier gerade die Blauwale Saison haben. Die habe ich mit meinem kleinen Schiff gemacht. Ja, da waren halt auch die Wale anders. Das muss man auch mal festhalten. Das ist tatsächlich so. Okay. Last used. So, dann haben wir hier... Brauchen wir noch... Nee, dich würde ich gerne auf... dieses Boot stecken und auf das Boot kommst du und du.
So. Wir haben wieder zwei alte. Das ist natürlich... Ah, sehr schön. Und wir können direkt... ah, herrlich. Wir können direkt keine Schüsse abgeben. Ach, wie schön. Tja, und Heilung nutzt uns jetzt nichts. Und so kriegen wir jetzt direkt einen erhöhten Frack. Sehr schön. Wird gestunt. Das ganze Boot fällt raus. Ah, diese Jagd hätte ich mir total kneifen können. Na, was heißt können? Die hätte ich mir kneifen müssen. So, hier ist der Speer. Bumm, den können wir da erstmal reinpappen. Und hier können wir eine Wiederbelebung durchführen, was mich nicht vorwärts bringt. Mhm, sehr gut. Da ist schon der erste Typ gestorben. Aber jetzt, Leute, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen weitermachen. Moment. Ich schalte mal hier auf den... na klar, das ist logisch, dass da der Ära einen Stun-Up kriegt. Natürlich, meine Freunde. Es wäre ja, also sonst wäre die ganze Geschichte ja, also höchst seltsam. 26. Das heißt, wir nehmen erstmal den raus. So. Und du probierst mal dein Glück nochmal und du könntest jetzt einen wiederbeleben, aber natürlich nicht so. Eieiei, okay. Okay, wir müssen den blauen rausnehmen. Wir müssen den blauen rausnehmen. So. Dafür wäre es notwendig, dass wir hier mal Schaden machen. So. Dann heilen wir erstmal die ganze Truppe. Und da fällt die Truppe wieder mal ins Wasser. Ja. No, hier die heilige Macht. Puh, das Ding ist gut. So. Aber ansonsten haben wir hier tatsächlich jetzt nichts. Können wir hier noch eine Heilung durchführen. Stunt, jawohl. So, ich brauche jetzt hier eine Wiederbelebung, Freunde. Was ist denn jetzt passiert? Ach, ich kann mir aussuchen, was ich gerne machen möchte. Ja, dann bitte das hier. Batz! Okay. Ich brauche noch die Wiederbelebung, sonst wird hier gar nichts. Ich fahre hier jetzt nicht wieder mit der Leiche weg. Mag er sich heilen. Ich fahre nicht mit einer Leiche weg. Ich will den jetzt retten hier. Das ist jetzt so. Wir könnten den immer noch rauspappen. Das will ich aber gar nicht. Ich möchte eine Rettung. Nein, jetzt müssen wir mal. Als nächstes können wir ihm wieder mal eine verpassen. So. Ja, super. Ja, dann fallen sie wieder alle ins Wasser. Sehr gut. Ich brauche hier immer noch eine Wiederbelebung, Mädels. Komm. Die Uhr tickt.
natürlich nichts. Wer bist denn du? Level 5 Craftsman. Kriege ich aufgetrieben. So. Kriege ich aufgetrieben. Es nützt ja jetzt nichts. Ja, so langsam ist hier scheinbar. Ja. Läuft nicht so. Läuft tatsächlich nicht so. Wenn wir beim Jagen sterben wir permanent. Das ist nicht schön. Dann will ich auch nicht Moby Dick jagen gehen. So. Der Zehner von der Sorte hier. Pass mal auf, dich nehme ich jetzt trotzdem. Dann machen wir jetzt das so. Dann muss der jetzt noch ein bisschen kochen. Bis wir einen besseren finden. Bis wir einen besseren finden. So, du kriegst auf jeden Fall... Was ist das hier? Das Kochbuch? Nee. Hier, das hier. So. Jetzt fahren wir nach Nantucket. Und wir haben wieder ein Gourmet auf dem Schiff. Alter, was wir hier die Welt schon umsegelt haben. Völlig durchgeknallt. Ja. Das Jahr ist schon wieder ins Land gegangen. Wie alt bin ich denn eigentlich? 29, das geht noch. Ich glaube, wenn der zu alt ist zum Seefahren, ist das Spiel vorbei. Deswegen, wir müssen dann irgendwann mal schauen. Closed-minded. Komm, hier, das kannst du mal wegmachen, mein Freund. So, dann schauen wir mal. Ja, da kriegt Clayton schon wieder eine Belobigung. Der Captain, mein Captain. So. Was können wir denn hier noch? Das hätte ich auch noch ganz gerne, aber das ist jetzt gerade nicht drin. Oder was haben wir denn hier noch? Ah. Okay, das können wir erstmal lernen. Wenn wir noch einen Slot haben, wäre das ja okay. Da gibt es mehr EP für alle auf meinem Walfangboot. Das ist auch okay. So. Aha, hier gibt es Stufe 2 Kocher. Super. Ne, garantiert nicht. Garantiert nicht. Wir brauchen schon wieder Wasser. Also der Wasserverbrauch ist neuerdings ganz schön hoch. Als wären wir so ein Kreuzfahrtschiff. So, jetzt. Wir untersuchen jetzt noch das mit der Nordwestpassage zu Ende. Schauen wir mal, ob es da noch irgendwelche spannenden Infos gibt. Dall. Das machen wir. Ja, okay, Fred verliert einfach nur Moral. Okay, wir verlieren alle Moral gerade hier. Jo, wir haben James Knights verlorene Expedition gefunden. Sehr gut. Und wir haben Knights Hunting Guide bekommen. Was ist ein Knights Hunting Guide? Moment, das müssen wir nachschauen. Das Ding hier. Ah.
Okay. Also das hier, das ist cool. Das entdeckt für uns Walfanggebiete und so ein Krempel. Das finde ich ganz nett. Das finde ich tatsächlich wirklich nett. So. Dann kannst du ja eigentlich das Fernglas nehmen. Okay, so. Weißt du was? Ich beende jetzt die Folge und beim nächsten Mal probieren wir mal unser Glück gegen Moby Dick. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.